Endlich ist der Entwurf für das zweite Rentenpaket der Bundesregierung da. Da soll zum einen das Rentenniveau bei 48% festgeschrieben werden und auf der anderen Seite ein sogenanntes Generationenkapital eingeführt werden. Aus unserer Sicht ist das Rentenniveau besonders wichtig, denn es macht ganz konkret etwas mit der Höhe Ihrer und eurer Renten. Und in dem kurzen Video möchten wir euch sagen, warum das so ist und wie es zumindest theoretisch mit dem Rentenpaket weitergehen wird. Das Rentenniveau an sich ist erstmal eine sehr theoretische Größe. Ganz praktisch hat es aber etwas mit der Höhe der Renten und der jährlichen Rentenanpassung zum 1. Juli zu tun. Denn unsere Renten entwickeln sich so, wie sich auch die Löhne entwickeln. Steigen die Löhne, steigen auch die Renten. Und bei der Stabilisierung des Rentenniveaus wird eben dieser Gleichklang gewährleistet. Sinkt jetzt das Rentenniveau, ist die Anpassung weniger stark. Also die Renten werden weniger stark steigen. Und derzeit wird dieses Rentenniveau von 48% nur bis 2025 garantiert. Und die Vorausberechnungen, die gehen ganz stark davon aus, dass es danach auch definitiv unter 48% fallen würde. Deshalb ist es wichtig, dass diese Stabilisierung kommt und laut Entwurf soll sie bis 2039 erfolgen. Das finden wir richtig und ist zumindest ein erster Schritt. Besser wäre es aber noch, wenn das Rentenniveau angehoben wird auf 53%. Damit wären die Renten dauerhaft höher und eine Lebensstandardsicherung über die erste Säule, die gesetzliche Rente, wäre am ehesten gewährleistet. Wie geht es jetzt weiter mit dem Rentenpaket? Also erstmal ist das Ganze nur ein Entwurf. Der geht jetzt noch in verschiedene Verbände, durch das Bundeskabinett und in das parlamentarische Verfahren. Änderungen sind also jederzeit möglich. Wir werden dafür streiten, dass es bei der Stabilisierung bleibt und idealerweise das Rentenniveau sogar angehoben wird. Von dem Generationenkapital sind wir nicht so überzeugt. Warum das so ist, das könnt ihr gerne hier auf unserer Seite www.diebesserenrente.de nachlesen. Also das Rentenpaket, Stabilisierung bei 48% ja, Generationenkapital nein.